Ist das der Beweis, dass wir in der Matrix leben? Was jetzt ein Professor herausgefunden hat, könnte unsere Realität komplett zum Einsturz bringen. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, wenn ihr eine richtige Identitätskrise bekommen wollt. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr simulierten Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Die rote oder die blaue Pille? Die Frage müssen wir uns heute stellen, denn es geht um die Matrix. Die Idee, dass unsere Realität eine komplexe Computersimulation ist, klingt erstmal wie aus einem Hollywood-Film. Aber sie ist in den letzten Jahren tatsächlich zu einem ernsthaften Thema in der wissenschaftlichen Diskussion geworden. Und einige gehen sogar so weit zu sagen, dass es nicht nur eine Matrix gibt, sondern unzählige. Niemand geringerer als Elon Musk sagt, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, deshalb hat jede Zivilisation, die darin auftauchte, jede Menge Zeit, ihre Technologien zu verbessern. Dies führt schließlich dazu, dass die Simulation von der Wirklichkeit nicht zu unterscheiden ist oder die Zivilisation wird enden. Irgendwie schon schlüssig. Jede Zivilisation, die lange genug besteht, wird irgendwann die Technik haben, so eine Simulation zu erschaffen. Und wenn das zwangsläufig so ist, dann spricht doch irgendwie viel dafür, dass wir schon in einer solchen Simulation sind. Also werden wir vielleicht von fortschrittlichen Aliens simuliert. Wir sind deren Sims. Wechseln wir ganz kurz das Thema, bevor wir gleich in die Matrix eintauchen. Ihr seid ja bestimmt alle Science-Fiction-Fans, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Sci-Fi-Film ist. Ihr kennt dann sicherlich aus vielen Filmen, der Worst Case im Weltraum ist, wenn es zu einem Datenleck im Raumschiff kommt. Und genauso ist es auch auf der Erde und verantwortlich sind Datenmakler. Deswegen bekommt ihr oft Spam-Mails, in denen jemand euch ganz genau zu kennen scheint. Habt ihr keine Lust mehr auf solche Spam-Werbung, dann gewinnt jetzt die Kontrolle über eure Daten mit Incogni zurück. Incogni schreibt für euch die Datenmakler an und bringt sie unter Berufung auf Datenschutzrecht dazu, eure persönlichen Infos zu löschen. Ich habe das gemacht und kann live im Dashboard mitverfolgen, wie viele Datenmakler meine Daten hatten und nun gelöscht haben. Ein unfassbar befriedigendes Gefühl und seitdem gehört für mich das Spam-Problem der Vergangenheit an. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Mail von Incogni kriege. Gestern wurde ich zum Beispiel darüber informiert, dass wieder 53 Datenmakler meine Daten gelöscht haben. Was für ein geiles Gefühl, sich klarzumachen, wie viele Spam-Mails mir dadurch erspart geblieben sind. Und hier seht ihr einen Datenmakler, der meine Daten für extrem personalisierte Werbung verwendet hat. Wenn ihr auch die Kontrolle über eure Daten zurückgewinnen wollt, dann meldet euch über meinen Link incogni.com/astrotim bei Incogni an. Mit meinem Link erhaltet ihr einen unglaublichen Rabatt von 60%. Ihr könnt jederzeit kündigen und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist es absolut risikofrei. Ich bleibe dauerhaft bei Incogni angemeldet, da Datenmakler meine Daten sonst nach einiger Zeit wieder hinzufügen würden. Und ich empfehle euch, das auch so zu machen, denn das Thema Kontrolle über die eigenen Daten wird immer wichtiger und ich kann euch das daher nur sehr ans Herz legen, eure Daten aus den Fängen der Datenmakler zu kriegen mit Incogni. Jeder verantwortungsvolle Weltraumkapitän würde das auch so machen. Nutzt meinen Link und holt euch eure Daten zurück und nun zurück in die Matrix. Obwohl die Simulationstheorie in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, ist die Idee, dass die Realität eine Illusion ist, eigentlich gar nicht neu. Bereits in der Antike grübelten Philosophen wie Platon über die Möglichkeit nach, dass die sinnliche Welt, die wir wahrnehmen, nicht die wahre Realität ist, sondern nur eine Schattenwelt. Sicherlich habt ihr schon mal vom Höhlengleichnis von Platon gehört, in dem Menschen in einer Höhle gefangen sind und nur die Schatten der realen Objekte auf der Wand sehen können. Außer ihr wart im Philosophieunterricht immer Kreide holen, dann kennt ihr es wahrscheinlich nicht. Laut der Simulationstheorie sitzen wir metaphorisch gesehen in der Höhle und sehen nur die Schatten an der Wand in Form der Dinge, die uns echt erscheinen, aber in Wahrheit nur simuliert sind und allenfalls über den Programmiercode in der Realität verhaftet sind. Wie diese Realität aussieht, darüber kann man jetzt natürlich ewig spekulieren. Aber eine Sache ist klar, auch in der Realität außerhalb der Simulation ist es geächtet, Ananas auf Pizza zu legen. Die Simulationstheorie hat nur den kleinen Haken, dass sie sich nicht überprüfen lässt. Bisher. Denn was nun Melvin Wobson, Physikprofessor an der Uni Portsmouth in Großbritannien, postuliert, hat das Zeug dazu, an den Grundfesten der Realität zu rütteln. Wobson entwickelte das zweite Gesetz der Infodynamik, eine Theorie, die sich auf das Verhalten von Informationssystemen konzentriert. Dieses Gesetz steht im Gegensatz zum zweiten Gesetz der Thermodynamik, das die Zunahme der Entropie, also der Unordnung, in einem geschlossenen System beschreibt. Ich sehe das immer in meiner Küche.
Je mehr Zeit vergeht, desto unordentlicher wird alles. Meine Frau sagt immer, das läge daran, dass ich nicht aufräume. Aber in Wahrheit ist die Ursache natürlich Entropie, also rein wissenschaftlicher Natur. Falls ihr weitere Tipps für eine glückliche Ehe braucht, sagt gerne Bescheid. Überraschenderweise ergab jetzt aber Wobsons zweites Gesetz der Infodynamik, dass die Entropie in Informationssystemen entweder konstant bleibt oder im Laufe der Zeit abnimmt. Was heißt das genau? Hier sind ein paar Beispiele. In der Atomphysik zeigte Wobson, wie Elektronen ihre Position um ein Atom einnehmen und dabei ihre Informationsentropie im Laufe der Zeit minimieren, was auf eine grundlegende Verbindung zwischen Information und Materie hindeutet. Weiteres Beispiel: Die Analyse des genetischen Codes des Coronavirus ergab, dass die Informationsentropie seiner viralen Varianten im Laufe der genetischen Mutation abnahm. Und das stellt tatsächlich die Idee in Frage, dass genetische Mutationen zufällige Prozesse sind, oh ja, und wirft Fragen zur Evolutionstheorie auf. Wobson sagt, ich habe beobachtet, dass genetische Mutationen in einer Weise stattfinden, dass ihre Informationsentropie abnimmt, selbst wenn die Anzahl der Nukleotide konstant bleibt. Das ist enorm, denn es stellt Darwins Evolutionstheorie in Frage, indem es behauptet, dass genetische Mutationen keine zufälligen Prozesse sind. Dies ist die Hintergrundgeschichte dazu, wie das zweite Gesetz der Infodynamik entstanden ist. Also schon starke Behauptungen, die auch keineswegs unumstritten sind. Aber ich höre schon einige von euch nervös fragen, ja, aber was hat das denn jetzt mit der Matrix zu tun? Bin ich echt oder nicht? Dazu kommen wir jetzt. Machen wir uns nochmal klar, was Wobsons grundlegende Erkenntnis ist. Während thermodynamische Entropie immer chaotischere Systeme erzeugt, tendiert Informationsentropie dazu, Informationen im Laufe der Zeit zu komprimieren oder zu verwerfen im Sinne der Optimierung. Und das könnte zum Beispiel erklären, warum wir in der Natur so viel Symmetrie sehen. Diese symmetrischen Muster sind eine Möglichkeit, Informationen zu minimieren und zu optimieren. Und jeder, der schon mal seinen Computer nach einer langen LAN-Party defragmentiert hat, wird jetzt vielleicht verstehen, worauf das hinausläuft. Diese Informationsminimierungstendenz der Natur ähnelt dem Löschen oder Komprimieren von Informationen in einer Computersimulation, um Speicherplatz zu sparen und den Energieverbrauch zu optimieren. Also kann man sagen, dass Wobsons zweites Gesetz der Infodynamik in zweierlei Hinsicht auf eine Matrix hindeutet. Erstens wegen der Minimierung der Informationsentropie. Informationssysteme neigen dazu, im Laufe der Zeit ihre Informationsentropie zu minimieren, was eben auf eine Tendenz zur Optimierung und Ordnung hindeutet, und das ähnelt dem Verhalten einer Computersimulation, die Informationen komprimiert, um Ressourcen zu sparen und die Effizienz zu steigern. Zweitens wegen der Symmetrie und Ordnung in der Natur. Wenn Informationssysteme zur Minimierung der Informationsentropie neigen, könnte dies erklären, warum wir in der Natur so viel Symmetrie und Ordnung sehen. Diese Symmetrien könnten in einer simulierten Realität als Mittel zur Informationskompression und Optimierung dienen. Wobson sagt, es ist wichtig zu bedenken, dass das zweite Gesetz der Infodynamik unabhängig davon, ob das Universum eine Simulation ist oder nicht, gültig ist. Eine Simulation zu sein, ist eine mögliche Konsequenz oder Schlussfolgerung dieses neuen Gesetzes. Wobson möchte seine Theorie jetzt in einem ziemlich abgefahrenen Experiment testen, bei dem er Materie und Antimaterie-Teilchen miteinander kollidieren lassen will. Er sagt nämlich, dass die Informationen in einem Elementarteilchen durch Kollision von Teilchen und Antiteilchen erkannt und gemessen werden könnte und wir dann den Informationsgehalt eines Teilchens messen können, indem wir ihn löschen. Anders gesagt, wenn wir die Informationen aus den Teilchen löschen, können wir sehen, was übrig bleibt. Und das könnte der endgültige Beweis für das zweite Gesetz der Infodynamik sein und damit auch die Implikation für die Simulationstheorie verdeutlichen. Er beschreibt es so: Vorausgesetzt, das Universum ist tatsächlich eine Simulation, muss es überall um uns herum viele Informationseinheiten versteckt haben. Ich habe ein Experiment entwickelt, das vorschlägt, wie man diese Information extrahieren kann, um zu beweisen, dass sie vorhanden ist. Ziemlich verrückt alles, aber vermutlich muss man in so eine unkonventionelle Richtung denken, um zu beweisen, dass unsere Realität nicht echt sein könnte. Jetzt würde mich aber mal eure Einschätzung interessieren. Leben wir in der Matrix? Ist die Realität nur eine Simulation? Oder ist das völliger Blödsinn? Eure Meinung und Argumente würden mich sehr interessieren. Schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Egal, ob ich nur simuliert bin oder nicht, ich mache natürlich weiter Videos für euch. Und damit ihr es nicht verpasst, solltet ihr jetzt meinen Kanal abonnieren. Aus den YouTube-Statistiken weiß ich, dass zwar viele zuschauen, aber nicht abonniert haben. Dabei ist das absolut kostenlos. Ihr verpasst nie wieder ein galaktisches Video und helft mir immens. Also Leute, bewegt eure simulierten Finger alle mal auf den Abo-Knopf. Bleiben wir mal bei unfassbaren Experimenten. In der sowjetischen Wissenschaft sind wirklich die bizarrsten Dinge geschehen. Ein Physiker, dessen Gehirn von einem Teilchenbeschleuniger durchschossen wurde, ein Kosmonaut, der aus dem Weltraum auf die Erde stürzte
und viele andere unglaubliche Geschichten, wie beispielsweise der mysteriöse Elefantenfuß im havarierten Kernkraftwerk Tschernobyl. Im angezeigten Video erfahrt ihr alles dazu und seht auch die Originalaufnahmen dieser Unglücke. Nichts für schwache Nerven, aber unglaublich interessant, klickt also gerne mal drauf. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen und die Kontrolle über eure Daten zurückgewinnen wollt, dann vergesst nicht auf den Link des Sponsors Incogni zu klicken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.